Wie du sicher schon mitbekommen hast, hat Hurricane Ian vor einigen Tagen einen riesigen Schaden im Golf von Mexiko, in Florida und in South Carolina angerichtet. Und inzwischen liegt die Zahl der Toten bei über 100. Es gibt viel Kritik an der Handhabung solcher Naturkatastrophen. Es fehlt der US-Regierung jedenfalls nicht an Bildern und Daten aus dem All. Und genau diese möchte ich mir heute mit dir in dieser Sonderausgabe ansehen. Es gibt einige richtig coole Tools im Internet, die es jedem Menschen erlauben, beinahe in Echtzeit auf die relevanten Daten zuzugreifen. Wir schauen uns vorher-nachher Bilder an, die uns zeigen, mit was für einer zerstörerischen Macht dieser Hurricane über das Land gezogen ist. Heute geht es schnell, deswegen jetzt gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe Traumfahrt-Nachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Der Grund für dieses Video ist, dass ich dir gerne zeigen möchte, welche Möglichkeiten die Raumfahrt eröffnet, wenn es richtig eingesetzt und die Daten vernünftig genutzt werden. Vor allem im Bereich des Zivilschutzes und Naturkatastrophen. Die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration oder kurz NOAA ist unter anderem dafür verantwortlich, mit Hilfe der tagesaktuellen Satellitendaten das Wetter vorherzusagen, aber auch die Daten für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Nicht nur um Nerds wie uns ein cooles Online-Tool zu geben, sondern auch um es den Einsatzkräften auf eine benutzerfreundliche Art und Weise zur Verfügung stellen zu können. So kann man zum Beispiel überprüfen, ob Brücken noch intakt sind, um bestimmte Regionen zu erreichen oder ob man vielleicht doch einen Hubschrauber braucht. Den Link zu diesem NGS-Tool findest du in der Videobeschreibung. Dort findest du auch eine super Beschreibung, wie das Tool funktioniert. Die Raketenfans unter euch werden das jetzt vielleicht nicht so gerne hören, aber die Zukunft der Raumfahrt liegt im Downstream. Also alle Daten, die von Satelliten und Raketen generiert werden, im Downstream-Sektor verwertet und in allen möglichen Geschäftsmodellen zu Geld gemacht bzw. werden genutzt, um bei Naturkatastrophen in der Landwirtschaft oder in anderen Branchen zu helfen. Hier in Fort Myers in Florida ist dieser ganze Steg samt zahlreichen Geschäften, Straßen und anderen Gebäuden einfach wegradiert worden. Dort, wo normalerweise Wiesen und Pflanzen zu sehen wären, sind jetzt nur noch mit Sand überdeckte Flächen zu erkennen. Du denkst jetzt vermutlich, was geht mich das an, wenn in den USA ein Sturm sein Unwesen treibt? Kannst du dich erinnern, als vergangenes Jahr viele europäische Regionen, darunter auch Deutschland und die Niederlande, überflutet waren? Auch hier in Österreich kämpfen wir regelmäßig mit Überflutungen. Und in den meisten Fällen muss man sich dann auf Satellitendaten aus Drittstaaten verlassen. Europa hat schon eine solide Satelliteninfrastruktur, aber es fehlen noch die flexiblen Optionen, im Krisenfall schnell mal einen Erdbeobachtungssatelliten zu starten. An diesen Fähigkeiten arbeiten aber zahlreiche Raumfahrt-Startups in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Aber kommen wir zurück nach Florida. Ich möchte dir noch diese Bilder zeigen, die noch einmal verdeutlichen, was für eine Zerstörungskraft in solchen Stürmen steckt. Ganze Häuserblöcke und Häfen samt Yachten und Booten sind einfach verschwunden. Wenn man die Gegend in der Nacht fotografiert, dann ist ganz klar zu erkennen, welche Regionen noch immer vom Stromnetz abgeschnitten sind und Hilfe brauchen. Ohne Satellitendaten wäre es nicht so einfach herauszufinden, welcher Häuserblock jetzt ganz genau Instandsetzungsarbeiten der Stromleitungen benötigt. Bevor wir zum Schluss der heutigen Sendung kommen, möchte ich dir noch dieses GIF zeigen. Darauf ist zu sehen, wie der Hurricane auf Land trifft. Interessant, wie sich die Farbe der Luft und der Wolken verändert, wenn es Tag wird. Auch sehr gut sichtbar sind die Städte, die in der Nacht als Lichtcluster und bei Tag nicht mehr als solche zu erkennen sind. Die Seite der NOAA ist unglaublich spannend. Man kann nicht nur Vorher-Nachher-Bilder betrachten, sondern auch den Pfad, den die Hurricanes nehmen. Ich kann dir echt empfehlen, mal auf die Seite zu gehen und dich ein wenig durchzuklicken. Da findet man auch aktive Stürme, selbst wenn sie keine Bevölkerungszentren bedrohen. Elon hat bereits mit SpaceX zugesagt, Starlink-Satelliten so zu positionieren, dass sie im Südwesten Floridas Internet anbieten können, um zu helfen. Starlink-Empfangsschüsseln sind teilweise schon vor Ort und weitere werden noch geliefert. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.